Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Prisonarchitekt in der Alpha 16. Und wir sind hier wieder am Werkeln mit einer neuen Aufnahmesession. Ja, ich habe das letzte Mal einen Kommentar bekommen nach dem Motto, ich denke, du wolltest das nicht mehr sagen. Mit dem Hallo und herzlich willkommen YouTube und so weiter. Ja, richtig, in der Aufnahmesession sage ich das zum Beginn der Aufnahmesession und verabschiede mich zum Ende. Und zwischendrin gibt es eben keine Verabschiedung, kein Willkommen, weil ich muss dann immer so genau gucken, wann ist wie viel Zeit rum. Ich zock lieber in einem Stück durch und cutte es dann. Deshalb das Ganze. Aber ich hatte ja auch mal gesagt, dass ich keine Parts mehr mache, die länger sind als 25 Minuten. Und wer aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass der Part, in dem ich Hallo und Tschüss gesagt habe, 31 Minuten lang war. Also passt schon. Das sind alles nur Richtwerte, Richtlinien. Das bedeutet nicht, dass ich alles genauso einhalte. So. Wir waren hier am Plan und ich bin zu einem Entschluss gekommen. Ich bin nämlich zu einem Entschluss gekommen, dass wir die Kantine und die Küche hier hinten bauen. Bin nur noch am Überlegen, wie. Ich würde fast sagen, das machen wir richtig schön groß. Könnte es vielleicht sogar so machen, dass wir dann hier die Wand mitnutzen, die wir dann da haben. So, das ist eine riesen Kantine. Die ist eigentlich viel zu groß, deshalb unterteilen wir das auch. Und ich bin am Überlegen, ob ich da oben Duschen hinmache oder ob ich hier eine große Dusche hinmache. Aber auch das ist noch nicht so ganz ohne. Also, was wir hier haben. Hier haben wir eine Kantine. Und hier hinten würde ich sagen, machen wir die Küche hin. So. Dann können wir hier eine Werkstatt reinmachen. Rein theoretisch können wir hier eine Werkstatt reinmachen. Und wir könnten gerade überlegen, wie man das am besten macht. Wir könnten da so ein Eck machen, wo man eine Wäscherei reinmacht. Dann hätten wir hier eine Werkstatt, hätten hier eine Wäscherei, hätten hier eine Küche, hätten hier eine Kantine. So weit, so gut. So, dann könnten wir hier könnten wir noch einen Pausenraum für unsere Mitarbeiter hinmachen. Die können ja notfalls auch hier rumgehen. Oder eben hier rein. Weiterhin war ich am Überlegen, ob man den Weg hier verlängert und hier nicht aufmacht. Dann müssten weiterhin alle hier rum und dann müssten die hier runter in die entsprechenden Räume. Ich weiß nicht, ob der Weg zu lang ist oder ob das passt. Müsste man ausprobieren. So, dann können wir hier für die Jungs noch einen Common Room gebrauchen. Sehe ich auch gerade. Den könnte man hier irgendwo hin machen. Der muss, glaube ich, nicht mal so groß sein. Ich glaube, den machen wir einfach so. Den machen wir einfach so wie gegenüber der Knast einfach in die Länge gezogen. Hier so ein Kamm rum. Ist das so? Ein bisschen länglich. So, dann hatte ich gesagt, wäre es nicht schlecht, hier eine eigene Krankenstation zu haben. Und auch die wollen wir hier noch hinbauen. Ja, müsste reichen. Dann machen wir hier hinten dran noch Smog U, oder wie das Ding da heißt. Ist eigentlich viel zu groß, wenn man sieht, wie klein das hier alles ist. Ist das alles hier drüben überdimensioniert. So, Büros brauchen wir hier keine mehr.
Eine Holding Cell haben wir. Einzelhaftzellen. Das ist noch ein Argument. Einzelhaftzellen, die brauchen wir natürlich auch. Was wir natürlich auch noch brauchen, ist ein Weg hier runter, ne? So. Da haben wir einen Weg darunter. Und dann können wir hier ja sozusagen also so einen Block hinmachen. Lasst mal überlegen. Das sind ja schwerste Schwerstverbrecher. Also das sind so die richtig bösen Gangster. Bisschen ranzoomen. Kann man das besser einteilen. Wir wollen ja, dass die sich bei uns wohlfühlen, die richtig schweren Gangster. Und ich gehe von aus, dass die da oft sitzen werden. Deshalb planen wir da ein paar mehr. Es geht natürlich nicht auf, das war mir klar. Warum auch? Wird so schön, ne? So, also ihr seht schon, was das sind. Das sind alles Einfelder, also so Einfeld Solitary Zellen. Solitary Zellen. So, jetzt haben wir's. Da kommt überall so eine Tür davor. Dann haben die genau ein einziges Feld für eben ihren Knast. Das ist schon... Kann man jetzt halten, von was man will, aber ich gehe mit denen nicht gerade zimperlich um. So, die Frage ist halt, wie gesagt, nee, das machen wir. Wir machen die Duschen hier oben hin. Für jeden Zellenblock sind immer noch genügend Gefangene. Hier machen wir die Kantine hin. Und mit der Küche. Ich bin da bei der Küche noch am überlegen. Sag ich ganz ehrlich. Das Problem bei der Küche ist nämlich, die sollten wir nicht zu groß machen. So, nehmen wir mal an. Hier haben wir, wie viel hätten wir da? Boah, das sind 9 Herde. 9 Herde in der Länge. 9 Stück. Das ist ja, das ist, ich glaube, das ist mehr wie da drüben. Da haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne, da haben wir auch 9. Ja, da ist die Küche hier, die ist relativ schnell voll, ne? Also jetzt nehmen wir mal an, dass wir hier noch so ein Spülbecken hinmachen. Hier noch ein Spülbecken hinmachen. Und dann hier in der Mitte irgendwo 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ja, hier noch einen Ausgang hinmachen. Dann haben wir hier eine kräftige Küche und dann können wir sogar im Zweifelsfall hier noch in der Mitte Kühltruhen oder Herde aufstellen. Das ist eine große Küche für das Ding hier. So, und wenn ich das dann mal hier so peile, was haben wir hier noch so? 4 ist so ein Tisch breit. Ja gut, das wird schon eng. Ja, auch noch einen Eingang. So, wenn wir dann hier auch einen Eingang haben und dann hier einfach so... Ist auch doof. Wenn wir irgendwo auch die Tische hinstellen, wo es Futter gibt. Hallo Autosave. So. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hier so eine Sicherheitsdingens hinmachen, so einen Sicherheitseingang mit so Metallschleusen,
Und wenn man dann davon ausgeht, dass wir hier, ich glaube 5 Meter sind die lang, so ein Serving Table hinmacht. Ja, die sind 5 lang. Nicht geirrt. So, und dann müssen wir ja da 2 Stück von aufstellen. So, und dann habe ich eigentlich hier nur noch... Also ihr seht schon, was ich meine. Da habe ich nur noch Platz für eine Reihe Tisch. So, muss ein Vielfaches von 3 sein. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So, und dann brauchen wir noch hier ein paar Tische. Weiß ich noch nicht wie. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Wird man dann alles noch sehen. Gut, also ich würde sagen, wir fangen mal an zu bauen, dass es hier irgendwann auch nochmal vorangeht. Und ich würde sagen, wir fangen mal an hier mit dem Mauern. Der Bereiche, die derzeit Zaun sind. Dass wir da dann auch schön reinbauen können. Das ist nämlich durchaus ein Problem. Bin sogar am Überlegen. Wir haben ja Geld. Machen wir uns da einfach mal keinen Kopf. Und ziehen den Schwerstkriminellen hier rundrum eine Mauer vor die Hütte. So, und das müssen wir auch anders machen hier. Das kann so auch nicht bleiben. Mit so einer Stuff Door hier. Nicht einfach Stuff Door und dann sind wir hier drin, weil sonst kommen die Jungs irgendwann auf die Idee, machen Revolte und brechen hier durch und hier die großen Tore, die sind denen dann Schnuppung. Ihr versteht, was ich meine. So, lassen wir die mal bauen. Tja, haben wir alles schon richtig markiert hier. Die Bautrupps sind am Werkeln. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir Holz ohne Ende. Hier haben wir ein paar Baumstämme drin liegen. Hier oben haben wir auch noch ein paar Baumstämme liegen. Und die wollen mit Sicherheit irgendwann noch ein bisschen Holz. Pauz. Wir müssen irgendwo frische Bäume pflanzen. Wo sind sie dann, Bäume? Und diesmal kein Fehler machen. Nicht zu viele Bäume. Funktioniert super. Leckt so schön, dass hier viel Platz gespart wird. So, wir sind hier auf maximaler Geschwindigkeit unterwegs. Hat aber nichts zu heißen.
Weil wir kommen schon in Regionen, wo die Computerperformance stark belastet wird. Mit der Anzahl an Mitarbeitern, Gefangener, Bäume, Bauaufträgen, allem drum und dran hier. Dann soll ja auch noch gekocht werden. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, die Tür können wir mal ausbauen. Die brauchen wir nicht. Die Tür können wir mal ausbauen. Die brauchen wir auch nicht. Rauskommen die schon irgendwie. Notfalls gehen sie einfach hier lang. So, wer schließt noch die Lücken hier? Keiner. Kein Plan, was die genau jetzt für ein Problem haben, aber irgendwie sind die seltsam unterwegs. Ah, die gehen jetzt Bäume pflanzen vermutlich. Und Müll wegbringen. Naja, öfter mal was Neues. So, wie sieht's denn hier aus? Das wirft immer noch Schatten hier, die... Komisch irgendwie. Da wo mal Bäume standen, diese komischen Schattierungen sind schon seltsam. Verwirrt einem. Hat man den Eindruck, da stehen noch Bäume. Und hier werden schon welche angepflanzt. Das machen ja Gärtner, das machen ja gar keine Bauarbeiter. Ja, jetzt treiben die sich da vorne rum. Wer macht hier die Lücken zu? Der hier. Oder auch nicht, Klammer zu. So, erste Umbaumaßnahme, die wir einführen. Hier gibt es noch einen Ausgang. Was finden die denn da schon wieder alles? So, schauen wir mal, was die hier treiben. Ob das alles aufgeht. Irgendwie ist es seltsam, so mit dem Nachtschatten da, den wir da haben. Schon komme ich irgendwie. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier mal Räume. Was war das? Ah, mitten im Autosave gab es Abrechnung, alles drum und dran. Kein Plan.
So, Bank ist 4 breit. Machen wir da eine Bank hin, machen wir hier die Tür rein. Ah, die Tür sieht scheiße. Machen wir hier die Tür rein. Geht. Geht.